Harmonia Petzl Band. 2-1 am Ende, mit einem Tor von dir, mit einer Vorlage von dir. Du musst immer, ohne dass das Spiel nicht so gut war, zufrieden sein. Ja, eigentlich sind wir nicht so zufrieden, weil das Spiel ist nicht so gut gelaufen, haben uns nicht klare Torchancen rausgearbeitet, also wenig klare Torchancen. Ich bin natürlich glücklich, dass wir es am Ende noch umgebogen haben, weil es sah lange Zeit auch nicht danach aus. Und dass es dann halt so geklappt hat, war natürlich super. Die ersten 20 Minuten war eigentlich sehr gut. Spielt ihr auch 3-4 gute Möglichkeiten aus, der Ball geht nicht drin, dann kriegt ihr einen Counter und dann danach läuft eigentlich nichts mehr. Ja, wir haben uns sehr schwer getan. Duisburg hat das gut verteidigt, hat gut gemauert hinten mit 10 Leuten im eigenen 16er. Es war sehr schwer, Lücken zu finden, haben alles rausgeköpft, waren auch sehr aggressiv dabei. Und da haben wir uns richtig schwer getan, müssen wir uns steigern, können aus dem Spiel natürlich lernen und es besser machen beim nächsten Mal. Eigentlich sagt man immer, wenn man solch ein Spiel gewinnt, dann tut man mit. Das sind die schwere Spiele und trotzdem gewinnen, das ist der Hauptpunkt. Nächste Woche geht es nach Hoffenheim, ist auch wahrscheinlich ein ganz schweres Spiel. Ja, definitiv. In Hoffenheim ist es sehr schwer, also auch zu Hause natürlich, aber Hoffenheim ist ein guter Gegner, die sich Jahr für Jahr auch immer wieder verbessern. Und natürlich ziehen wir da jetzt ordentlich Energie raus und freuen uns über den Sieg, nehmen die Euphorie jetzt mit, werden unsere Schlüsse draus ziehen, damit wir es gegen Hoffenheim besser machen, weil das wird auch nochmal ein anderes Kaliber dann. Was für euch sowieso schwer ist, ihr habt ganz viele Nationalspiele. Die Liga liegt ganz oft, hört auf mit den Nationalpausen dazwischen. Das macht es auch nicht einfach, um mit der Mannschaft, Sachen zu trainieren und immer durchzuziehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn die 4 Nationalspielerinnen plus Nicole meistens dann weg sind, dann müssen wir halt immer gucken, ein bisschen alles verändern. Am Ende kriegen wir es doch irgendwie hin, aber es ist natürlich schön, wenn die bei der Nationalmannschaft sein können, das soll natürlich auch gegönnt sein, also ist auch besser. Und letzte Sache dann, 3 Spiele weit, 6 Punkte, 2 Tore von dir, die Ramona ist zurück, die beginnen von der Vergangenheit für die Verletzungspausen. Ja, also es wird von Mal zu Mal besser, ich lerne viel, ich ziehe aus jedem Spiel meine Schlüsse und meine Erfahrungen. Und genieße es einfach, auf dem Platz zu stehen und freue mich gerade. Und dass es dann natürlich mit einem Tor und mit einer Vorlage klappt, ist perfekt. Genieß dein Gewinntor heute. Es war ein sehr schönes und das macht den Sonntag ganz toll. Dankeschön. Ja.